Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Ni no Kuni 2 mit dem Ralf. Und in der letzten Folge habe ich ein bisschen planlos eine Zwischenfolge erstellt und habe versucht, hier diesen Traumraum zu säubern und habe, die Gefahrenstufe ein bisschen zu hoch werden lassen. Aber gut, es war jetzt mir dann auch mal wichtig, mal zu sehen, wie das sich auswirkt und wie krass das dann ist. Und wir merken, eine Truhe aufmachen geht noch, aber für die letzte sollten wir uns dann aufsparen für die Gefahrenniveausenkung. Also diese Perlen. Weil, wenn die Viecher mal Level 30 werden, dafür sind wir noch zu schlecht. Ja, und ich musste die Folge einfach gestern nochmal zwischenschieben, weil mir sonst die Folgen ausgegangen wären, weil heute, am Tag der Aufnahme, kam die letzte regulär aufgenommene Folge und für morgen hätte ich dann keine mehr. Und wenn ich jetzt erst eine aufnehme, hätte ich das bis morgen nicht gerendert bekommen. Und deshalb musste ich die gestern vorab aufnehmen, um dafür zu sorgen, dass für euch der Nachschub nicht abreißt. Denn ich brauche einen Tag Puffer, sonst funktioniert das nicht. Wie dem auch sei, ich werde es natürlich jetzt nochmal versuchen. What? Wer bist du? Hallo du, ich weiß genau, was du jetzt denkst. Es sieht dir praktisch ins Gesicht geschrieben. Weil ich doch nur mehr Traumkugeln hätte und weißt du was, ich habe sogar 10, die dir abgeben kann. Naja, natürlich nicht für ganz umsonst. Ich habe schließlich einen Ruf zu verlieren. Was ich dafür haben will, ist allerdings kein schnöder Marmor. Was ich will, ist dein Unglück. Um genau zu sein, will ich deine Gefahrenleistung um 30% auffüllen. Was sagst du dazu? Kommen wir ins Geschäft? Nein, danke. Nee, 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 nee. Das hat uns letztes Mal das Genick gebrochen. Das machen wir nicht. Das können wir gerne machen, wenn ich mehr Skill habe. Oder höhere Skillpunkte ab. So, und die blauen Truhen ignoriere ich mal. Und auf Euro 10. 10 war nichts. Aber, also interessieren wir uns jetzt schon. 30% vom jetzigen Wert. Mal. Oh, dann geht's ja noch. Weil mit diesen 16 Kugeln kann ich dann beim nächsten Schreien das direkt wieder rücksetzen. Oh. Kann ich sogar echt nicht maulen, wenn es gleich am Anfang kommt. Da. Schon 22, das hört sich doch gut an. Die blaue Kiste ignorieren wir. Und da hinten können wir resetten. Machen wir aber jetzt noch nicht. Bis Stufe 2 können wir problemlos mitgehen. Stufe 3 wäre dann schon zu viel. So, mach dir mal die Kanone. Oh, schon gewonnen. Das ging jetzt aber rucki-zucki. So, Gefahrenstufe 2. Okay. Und da kam ich. Da muss ich wohl hier hoch, glaube ich, oder? Kam ich von hier?
Ich kam von hier, dann muss ich da hoch. So verwirrend. Hier war auch nichts mehr. Geht's denn noch lang? Hier nicht lang geht und hier nicht. Hä? Habe ich was übersehen? Ja, erstmal opfern. Okay. Wo ist die fucking Tür? Ach so. Ich bin doch doof. Ist gleich hier nochmal. Ich bin total ausgeblendet, weil ich nochmal gedacht habe, dass da, wo ich spawne, die Tür nicht ist. Also es ist da genau da nochmal gewesen, wo ich gespawnt bin. Oh, mal was Neues. So, was haben wir hier? Okay. Da liegt nix. Ja, das ist nochmal so ein Mädel. Okay. Da haben wir nix. Oh, die hat mir einfach Kräuter gegeben. Nett. Sechsack. Okay, da komme ich nicht ran. Geht drauf. Der Soundtrack hier finde ich ein bisschen creepy. So, auf die nächste Ebene. Ich könnte dich gleich resetten. Aber das mache ich nicht. Das ist die letzte Ebene, da brauche ich nicht resetten. Mit Stufe 2 kommen wir zurecht. Ui. Oh, da ist der Dicke. Und Kriegsbogen. Nett. Ich schon, dass du nachher fallen lässt, aber erstmal hier alles noch voll looten. Da hinten ist die Tür. Komm schon, Profis! Wow.
Hau der rein. Ach, fuck. Zu spät. Auf Kanonen! Aua. Entschuldigung. Muss ich mal hier die Items nehmen. Oh, wow, fuck. Okay. Zum Glück hat ihr uns vorher Kräuter gegeben. Eieiei, komm, hau rein. Daneben! Bam, 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 bam! Aua! Komm doch! Boah! Voll drauf! Bam, 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 bam! Aua! Komm, 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 komm. Bam, bam. Mach dein Trommelwirbel, du Pisser. Bam, 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 bam! Hau rinne, Shanti! Mach dir auch mal was, Knuffis! Oh oh, aua! Ah!
Immer drauf! Jawohl! Kaputt! Bam! Das blaue Traumfragment haben wir erhalten. Puh! Ja, da darfst du dich strecken. Der war nicht ohne. Und muss sagen, mir, also, ich hab's ja schon geahnt, aber ja, die Shanti spielt sich angenehmer als Even. Auch angenehmer als Roland. Und das wird Käse. Der kann ja gar nichts, der Bogen. Aber es ist besser als der Bogen, den du hast. Dann nimm du den mal. Hast du mittlerweile was Besseres bekommen? Ja, die verstörende Hornisse, genau, die haben wir letztes Mal. Die hat er nur nicht mehr bei sich. Schwertmäßig haben wir das Beste, alles. Na, ich denke, ich bleibe jetzt mal eine Weile bei Shanti als Leaderin. Wobei die halt verdammt wenig Lebenspunkte hat, wenn ich das mal mit dem Even vergleiche. Das eine Level kann doch keine 100 Lebenspunkte ausmachen. Naja. Da, 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 da. So, 36 Perlen. Raus da. Gefällt mir. Jawohl, haben wir geschafft. Erstmal speichern. Das war jetzt ja nervig, ey. Ah, wir haben gleich die 10-Stunden-Marke. Jawohl. Oh, Loot. So. Ach, mit euch habe ich keinen Bock, mich anzulegen. Was haben wir denn hier? Ich kenne diesen Ort noch gar nicht. Was haben wir denn hier so Schönes? Na, zwei Traumräume von 9 abgeschlossen. Oh. Wirbelangriff finde ich voll nice. Muss ich doch echt mal sagen. Oh, da liegt eine blaue Truhe. Nett. Da haben wir Schuhe bekommen. Hm. Das ist aber alles schlechter als das, was wir haben. Nun denn. Leichte Wuchtwumme. Hm. Und warum hat der Wald hier jetzt keine Musik? Das habe ich mich, glaube ich, gestern schon gefragt. Hm. Wo zum Geier geht's hier hin? Okay. Bam, 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 immer drauf. Bam, 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 immer weiter drauf hier. Jawohl. Halt mal. Okay. Das war hier nichts. Komisch, komisch, komisch. Was haben wir hier?
da kommt ein Bossviech. Ich glaube, für das sind wir auch zu schwach. Ein Monster mit einer seltsamen Aura. Level 24. Nee. Da sind wir zu schwach dafür. Oh. Da ist die nächste. Raumraum. Gleich mal gucken, ob wir für die gut genug sind. Die Traumräume sind zwar schwierig, aber die sind gut zum Leveln, habe ich das Gefühl. Haben wir wieder Musik. Bam, 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 bam. Roland ist aufgestiegen. Alan? Narrenwald. Dennis? Ist das dein Wald? Und wieder kein Ton hier. Oh. Kupferwolle. Weil Kupfer auch geschmeidig ist. Seems legit. Und jetzt ist die Shandy aufgestiegen. Und guck, die hat nicht mal 600 jetzt auf Level 20. Sehr traurig. Naja, kämpft ihr nur. Ich geh mal looten. Looten! Der ist schon tot. Mein Gott. Links rum ist eine Sackgasse, aber da ist Loot. Mit Loot fühle ich mich gut. Jojo. Die Eulen. Soll ich jetzt Angst haben? Was schnauft denn ja so? Oh, was haben wir denn hier? Lauter Opfer. Zack, zack, auf die Fresse. Schon wieder Kupferwolle. Was du Wolle? Kupferwolle. Da noch was? Nee. Da ist die böse Truhe. Nee, Truhe? Tür. Wie komme ich jetzt auf Truhe? Wahrscheinlich, weil ich an Looten gedacht habe. Looten, looten, looten. Ich sehe Looten. So, wir haben die 10 Stunden voll. Oh. Die ist diesmal blau, die Tür. Das, was zu bedeuten hat. Ist das Seltenheit blau oder ist das Schwierigkeitslevel blau? Eigentlich haben wir bei der letzten Jahr einen blauen Kristall bekommen.
Heißt das, dass der Kristall, den ich bekomme, immer die Farbe des nächsten Tores bestimmt? Aber eigentlich will ich da jetzt nicht rein, aber die Zeit ist ja noch nicht so weit. Das ist jetzt doof. Wie mache ich das jetzt? Wir haben diese Karte jetzt erforscht. Ach, wird die Folge halt diesmal etwas kürzer. Denn ich möchte keine Ab- und An-Mod da drin machen, weil sonst verschwende ich dafür die Prozente und das wäre eigentlich Blödsinn. Deshalb sage ich an dieser Stelle danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn, naja, wisst ihr ja, liken, subscriben, in der Welt verbreiten, Twitter, Facebook, ihr wisst ja, abonnieren würde uns ganz arg helfen und freuen. Und wenn ihr schon dabei seid, dem Twitter-Account von Facebook ein Like oder ein Follow reindrücken und auf alle Feeds anzeigen einstellen, denn dann solltet ihr komplett gerüstet sein, um zugeballert zu werden mit Infos, wann bei uns, wie, wo, was geht. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge, ciao.